Willkommen zurück, meine verehrten Prinzen aus Persien. Ich begrüße euch zur neuen Part von Prince of Persia The Lost Crown. Und heute, ja, knüpfen wir da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben nämlich den König Darius hier oben besiegt. Und wir gehen jetzt den kleinen Pfad hier noch entlang, damit wir wieder zurück in der Oberstadt sind und ich den Part hier aufgelöst habe. Und dann, denke ich, werde ich mir noch ansehen, was hier das Ereignis ist. Die Sache ist ja, ich denke, hier ist das Finale des Spiels. Ich habe meine Statistik gesehen und ich bin bei 75%. Und wenn ich bedenke, wie viele optionale Sachen es hier noch gibt auf der Map, denke ich, dass, wenn ich all das erledigt habe, ich wahrscheinlich bei 98% oder 95% oder so sein sollte und das hier halt wirklich das Finale ist. Deshalb denke ich, dass ich jetzt noch ein, zwei Parts mache, in denen ich wirklich komplett aufwaschen will. Und dann gehen wir in das wahrscheinlich Finale. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. Da hier auch ein Teleporter ist, mache ich diese kleine Strecke. Und dann greife ich als erstes das hier an. Weil das interessiert mich am meisten. Das ist nämlich der Abschluss von der Kriegerquest und ich will wissen, wie das ausgeht. Deshalb, let's go! Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist übrigens der Vatertag oder auch Männertag oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Oh. Oh. Hi. Sargon. The corruption of this place is consuming you. Not this place, Nate. It's the powers. They're not meant for mere mortals. Gifts that are also a curse. Leave them then. I have no choice. How else can I face Varum? It's the only way to end this. Ja, er nutzt ja dieselben Fähigkeiten, von daher. I just realized. For all the different paths of Sargon, this must be the single path we all share. Ich finde es schade, dass sie keine größere Rolle soweit hatte. Und dass sie, bis auf diese zwei, drei Dialoglines, die sie insgesamt in dem gesamten Spiel hat, einfach nur rumsteht. Ich meine, Orod und Melolias hatten wir ja wenigstens als Gegner. Nicht, dass ich sie als Gegner haben will, aber... Ich meine, es ist halt so ein bisschen komisch, wenn ihr versteht. Da fehlt so ein bisschen was. Lass mich nochmal zurückspringen. Ich will... Wir schauen, ob es hier was gibt. Nein. Meine Neugier wurde befriedigt. Kann ich greifen? Nein, kann ich nicht. Und dann bin ich tot. Okay, schade. Anyway, wo habe ich aufgehört? Ach ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Männertag. Und ja, weil ich basically dieses Jahr nichts vorhabe. Normalerweise habe ich jedes Jahr was vor. Habe ich mir vorgenommen, dass ich den gesamten Tag für Aufnahmen nutzen werde. Und ja. You talk about the path. What is mine? One's path is like the sacred cypress of Abaku. A single stem, one life, has brought you to this sunrise. Along your path, the past has already been carved. It's unique. Now a thousand branches are ahead of you. And on every branch, a thousand fruits. And in every fruit, a thousand seeds. Na, das ist basically rewrite, was wir hier erleben. One of these seeds will be your path. Ja. So ist das, wenn man darüber nachdenkt, wie eine parallele Timeline aussehen könnte. Und ich meine, das Spiel, das läuft ja komplett auf dem Prinzip von parallelen Timelines. Okay. Wir gehen erstmal, wie ich es gesagt habe, zurück ins Gelehrt. Nein, hier. Zurück in die Zuflucht. Und gehen dann runter an die Stelle, wo jetzt der Abschluss der Kriegerquest auf uns wartet. Und ich denke, wir gucken noch mal kurz hier bei Fariba rein und schauen, was sie möchte. Ich denke mal, sie wird mir nur wieder einen Hinweis verkaufen. Also, nichts Besonderes, I guess. Oh doch, eine Schatzkarte. Zwei sogar. Drei. Never mind. Ich kann nicht zählen. Her damit. Grube der ewigen Sande. Okay. Ich meine, uns fehlen hier zwei Schätze. Das sind der eine, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie was ich da lösen soll. Und es ist das hier, was ich sowieso holen wollte. Okay, aber ja, ich meine, soweit so klar. Nächste Schatzkarte. Hi, Sargon. Ich möchte nicht den Hinweis, nein. Die Oberstadt. Oh, da bin ich gespannt. Was haben wir da jetzt alles offen?
Okay, wir haben das hier. Das ist die Quest mit Mariam, die interessiert ja jetzt nicht so sehr. Und wir haben hier einen Schatz übersehen, wie es aussieht. Ich meine, ich muss sowieso nochmal in die Oberstadt wegen den beiden. Aber es hat jetzt keine Priorität. Hi, Sargon. Und was? Nein, ach, come on. Was ist mit dem stürmischen Meer? Hab ich da irgendwas übersehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ja, okay, vielleicht von hier aus. Vielleicht muss ich von hier aus ins stürmische Meer. Ja, weil den gesamten Pfad über habe ich alles. Wie es aussieht, wenn ich dann den Wald aufwasche, den hyrikanischen Wald, da haben wir scheinbar noch einen alternativen Pfad vor uns, der ins stürmische Meer führt. Okay, also ich sehe schon, das wird auf jeden Fall spannend. Und was ist mit der letzten Karte, wo stand, dass sie nicht verfügbar ist? Leuchtturm. Ich nehme an, der Leuchtturm... Oh, wait. Ist das hier vielleicht der Leuchtturm? Nee. Dann ist das hier vielleicht der Leuchtturm? Der königlichen Korridor? Nein? Oder es gibt ein Gebiet, was der Leuchtturm heißt, was ich halt noch gar nicht gefunden habe. Anyway. Auf jeden Fall nett, wieder ein paar Schatzkarten zu haben. Hast du was Neues? Nope. Dich habe ich blank gekauft und... Ja, dann werde ich nochmal kurz zur Schmiedin gehen. Und danach gehen wir dem Pfad, der uns vorbestimmt ist, zu den Kriegern. Hast du noch irgendwas Interessantes für mich, was ich haben will? Ich kann den Menolias-Bogen jetzt natürlich upgraden, was nicht verkehrt ist. Dong. Und schauen, ob irgendeiner meiner Stammtalismane, die ich die ganze Zeit verwende, vielleicht noch ein Upgrade gebrauchen kann. Oh wait, ich kann sogar noch ein Upgrade für den Menolias-Bogen machen. Na dann, ruf da. So, wunderbar. Und jetzt fehlt nur noch eins. Und dafür, das sind vermutlich die letzten vier Damascener-Bahnen im Spiel, die mir noch fehlen. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Ja, der Rest, das sind keine Talismane, die ich verwende. Deshalb juckt mich das nicht allzu sehr. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach unten und ich werde das entweder speeden oder cutten. Bis gleich. So. Wir sind jetzt hier im Untergrund. Und was auch immer mich erwartet. Ardashir. Junger Sargon. Not you too, Ardashir. I can't. Oh, wait. Wait. War Ardashir derjenige, der uns ganz zu Beginn des Spiels in... Oder hat er uns begleitet? Ich weiß gerade gar nicht. Ganz zu Beginn in Part 2 hat er uns begleitet? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Always so brash on the battlefield. Don't hesitate now. My hand is steady, General. I promise. Okay, Hidden Boss Kampf, Ardashir. Oh mein Gott, er verwendet Eis, mein Albtraum. Und Gift. Wait, wait. Warum wurde ich da gerade nicht zurückgesetzt? Ihr habt gesehen, dass das funktioniert hat. Aber General. Drei Items hat er uns gegeben. Und damit haben wir die Quest, die verlorenen Krieger, abgeschlossen. Seine Insignie. Ardashir wurde während seiner Zeit als Anführer wie ein Vater geliebt. Selbst Soldaten, die in ihre Reihen gezwungen wurden, respektieren und bewunderten. Persien und seine Männer treu ergeben, war er neben Anahita einer der mächtigsten Kräfte der persischen Armee.
So, damit haben wir auch mal wieder einen Lebensbalken-Upgrade bekommen. Und oh mein Gott, er ist so frigging lang geworden. Und eine Xerxes-Münze. Hier war nichts weiter, okay. Das heißt, damit sind wir hier soweit in der Unterstadt fertig. Und ich widme mich als nächstes dem versunkenen Hafen. Da haben wir so viele Schätze offen, die uns ja auch alleine markiert wurden, die ich finden möchte. Und ich denke, ich würde dann, je nachdem, wo der Startpunkt ist, hier ist der Startpunkt. Oder hier. Ich weiß auch wirklich nicht, wie ich hier hinkommen soll. Okay. Ich denke, ich werde von dem Piratendorf aus nach links gehen und mir diese beiden Schätze erstmal gönnen. Und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir sind jetzt in unserem Wunschgebiet. Und, oh, stimmt, hier waren ja diese sehr athletischen und hinterhältigen Gegner. Okay, also sind natürlich jetzt vom Damage her keine Herausforderung mehr. Und ja, es beginnt hier oben, wie es aussieht. Hätte ich das schon von Anfang an holen können? Ach so, oh. Oh, es markiert Ausschätze, die ich schon mitgenommen habe. Ah, oh, okay, gut. Das heißt, ich brauche hierhin nicht gehen. Ich brauche hierhin nicht gehen, was ich ja gerade getan habe. Aber gut, damit haben wir die Confirmation. Und dann wäre mein nächstes Ziel erstmal hier links hin. Ich fand es interessant, dass ich mit der Truhe interagieren konnte, obwohl die Truhe leer war. Da waren ein paar saure Aufstöße. Schade, dass er nicht durch die Fallen getroffen wird. Aber jetzt haben wir auch das Jumping, was ja vor sehr vielen Parts meine Sache war hier. Muss jetzt mal kurz nachdenken, wie ich hier am besten springe, aber ich denke, das passt so. Genau, und hier war es, dass man eigentlich den Doppelsprung gebraucht hat und ich deshalb eigentlich auch hier mal zurückkommen wollte. Ja. Es war auf jeden Fall ein Schatz. Nicht der, der gesucht war, aber es war auf jeden Fall ein Schatz. Einer, den ich haben wollte, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir natürlich auch das hier und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Was ist das für eine Markierung? Ich glaube, für ein paar von den Orten und Schätzen muss ich mir mal ansehen, was da vielleicht ein Guide sagt, wie man da hinkommt. Weil ich habe echt keinen Dunst. Das war ja hier ähnlich. Ich habe ja wirklich sämtliche Winkel ausprobiert und weiß, dass ich hier hochspringen kann mit dem Chakram. Aber ich komme ja nicht hoch genug. Und da war ja auch nichts zum Hochschwingen, sodass ich sagen konnte, ja okay, es ergibt Sinn. Okay, ich werde es gleich nochmal versuchen. Wir werden uns dort wiedersehen. Wenn man ja sehen würde, wie weit das Chakram fliegt, könnte man ja auch natürlich versuchen, es irgendwie zu manövrieren. Aber es ist halt wirklich basically unmöglich. Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Ich bin wirklich sehr daran interessiert, wie das funktioniert. Okay, Leute. Wie es aussieht, gibt es hier in dem Gebiet einen geheimen Pfad? Und ich muss den erstmal finden. Ich glaube, der war hier, wo die Kristalle waren. Und der geheime Pfad führt dahin. Da hätte ich mich ja auch wirklich dumm und dummer spielen können mit dem Chakram. Also, ouch. Das ist was, wo ich mir denke, darauf hätte ich kommen können, aber da war mein Small Brain wohl viel zu small für. Ich habe nicht die genaue Location von dem Teil gesehen. Das heißt, ich muss das jetzt gerade selber herausfinden. Was mich per se nicht stört, es könnte nur einen kleinen Augenblick dauern. Okay. Wow, das war knapp. Wo könnte es sein? Könnte das hier sein? Nein. Nee. Garantiert nicht. Ich glaube wirklich, dass das in der... Nein. Bitte. Okay, du respawnst mich hier. Ich hatte schon kurz Sorge. Ich glaube wirklich, dass das in der Kammer hier oben mit den Zeitkristallen ist. Ja, oh Mann.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Autsch. Okay. Unsere Freunde, die Krabben sind hier. Nein! Das war knapp. So. Und jetzt kommen wir endlich dahin, wo wir hin wollten, nämlich zu der Schatztruhe, die hier oben ist. Oh mein Gott. Leute, wir haben's. Weißer Pau. Feuere drei Pfeile in einem weiten Bogen. Die Kraft jedes Pfeils wird moderat reduziert. Okay. Das klingt lustig. Und ja, jetzt können wir tatsächlich hier runterdroppen. Und wir sind fertig mit diesem Schatz. Wahnsinn. So einfach kann es sein. Okay. Ich werde mich jetzt noch informieren, wie man zu diesem Schatz hier unten kommt, weil da habe ich genauso wenig Ahnung. Ich denke mal, dass hier auch wieder irgendwo eine unsichtbare Wand ist. Wobei, ich werde erstmal selber dahin laufen, mache einen Cut und schaue mich hier um und hier. Und falls es in keinem der beiden Orte ist, dann schaue ich in einem Guide nach. Und wir sehen uns gleich wieder. Oh, das ist doch eine unsichtbare Wand hier. Alles klar. Dann brauche ich keinen Guide für, dann habe ich das gefunden. Wobei, bin ich überhaupt ganz richtig? Angelaufene Münze trägt das Antlitz von König Darius und wurde in Blüte seiner Herrschaft geprägt. Okay. Ah, ihr Fieslinge! Ihr Fieslinge. Machen sie einfach zwei versteckte Hände hintereinander. See the Great... Oh, natürlich. See the Great Hollow in Dark Souls 1. Okay. Damit haben wir den Schatz auch. Und... ja, der war doch nicht ganz so schwer versteckt, denke ich. Ja, jetzt haben wir noch hier unten den. Was auch immer das ist. Und das ist ein ganz schön langer Weg, den ich da jetzt vor mir habe. Wir werden uns gleich da unten wieder sehen. Und wobei, nicht ganz. Wir machen es erstmal so, dass ich, weil das ja basically auf der Strecke liegt, hier runter gehe, mir den Schatz hole und dann zurückgehe und dann zu dem gehe. Und ja, bis gleich. Okay, diese kleine Plattformer-Einlage hatten wir ja schon mal geschafft. Das ist kein Problem, aber hier hatte ich ja den Screenshot gesetzt mit, hier kann man sich... hangeln. Am 11.04. Oh Mann, das ist schon fast ein Monat her. Uff. Da sieht man mal, wie lang diese Let's Play-Reihe schon ist. Okay. Und wir haben einen Damascenerbahn. Einen von vier, die jetzt noch fehlen insgesamt. Wisst ihr was? Einfach nur, weil ich jetzt gerade in der Nähe bin und den Guide einmal im Hintergrund offen habe, will ich noch das hier mitnehmen. Weil ich ja keine Ahnung habe, wirklich gar keine, was man hier tun soll, muss ich da jetzt auch gerade mal kurz requesten. Ich meine, ich sehe den Schalter und mein Gedanke war, dass man vielleicht irgendeinen schweren Gegenstand da reinböllert oder so. Aber ich habe echt keinen Dunst. Ich werde mich nochmal hier hinbegeben. Vielleicht kann ich es von mir aus lösen. Ich glaube nicht. Und ja, dann werde ich den Guide konsultieren und dann seht ihr definitiv die Lösung gleich. Bis gleich. Nee. Nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Wartet, ich muss mich kurz nochmal vergewissern. Ist das wirklich des Rätsels Lösung? Ich... nee. Wie soll man darauf kommen? Yo, what the heck? Das ist so ein dummes Rätsel, Leute. Okay. Okay. Okay, Leute, ich erkläre es euch. Also, mein ursprünglicher Gedanke, den ich vor x Millionen Parts hatte, als ich zum ersten Mal hier war, war, ich brauche ein Item, was ich entweder da drauf knallen muss oder was ich halt so hierher transportieren muss. Und mein Gedanke war richtig, dass ich ein Item so hierher transportieren muss. Aber was genau ich hierher transportieren muss, Leute, schaut es euch gleich an. Ich mache hier einen Cut und lasst euch überraschen. Ihr werdet euch echt denken, what the heck? What the heck? Beziehungsweise vielleicht mal in Speedrunner. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Und ja, ich weiß jetzt auch, wieso hier ein Teleporter ist. Glaub. So, Leute. Ich bin zurück.
mit dem Teleporter, mit dem in der Tasche, was ich benötige. Und jetzt lasst mich euch ein Wunder zeigen. Ich meine, sagen wir so, es gibt einen Indikator dafür und der ist fast schon eindeutig, aber man muss trotzdem erstmal darauf kommen. Das ist das Rätsels Lösung. Ihr müsst einen dieser Soldaten, dieser Wächterstatue, von der Oberstadt hierher transportieren, ihn hier hinbringen, dass er in der Mitte steht und dann von beiden zerquetscht wird. Und dafür bekommt ihr einen Teil des Soma-Blatts. Ah, mein Gott. Oh mein Gott. Naja, anyway. Wir haben das Rätsel jetzt. Und damit ist die Grube des ewigen Sandes auch abgeschlossen. Jetzt fehlt noch im Piratendorf dieser kleine Schatz hier. Und damit würde ich dann auch den heutigen Part beenden. Und im nächsten Part haben wir den gesamten hyrkanischen Wald offen, der einfach komplett zugepflastert ist mit Schätzen. Und ich denke, dass wir den gesamten Part in Anspruch nehmen, die alle zu finden. Und ja, dann noch ein letzter Cut hierhin und bis gleich. Gott, das ist auch schon so ewig her, dass ich zum letzten Mal hier war. Oh. Oh, guten Tag. So. Hier runter. Und ganz rechts ist irgendwas. Ich hatte keinen Screenshot gemacht. Das heißt, ich habe keine Ahnung, weshalb ich hier nicht weitergemacht hatte. Ja, das ist ein Tic-Tac-Toe. Aber was genau muss ich hier machen, damit ich das Tic-Tac-Toe erfülle? Ah, verstehe. Das ist das Chakram-Werfen. Alles klar. Na gut, ich meine, das war... Du elendiges Miststück. Da ist einfach noch dieser kleine Schatz eine Mimik. Ich glaub's doch nicht. Achso, ich glaube übrigens, dass dieser Schatz hier in Miriams... Boah, ich vergesse immer, dass Mimics explodieren im Spiel. Dass der in Miriams ganze Schatzkiste fällt. Erhöhe die Anzahl der Zeitkristalle, die besiegte Gegner hinterlassen, ein wenig. Das ist ein Item, das hätte ich so viel früher gebraucht als jetzt, ne? Das hätte ich so dermaßen viel früher gebraucht. Ah ja, was ich meine ist... All diese Schätze, die so ein kleines Rätsel mit sich bringen, die haben ja so eine Markierung mit 1 bis, glaub, 9 bisher. Und ja, genau, 9 ist das höchste. Und ich denke, dass das all die Schätze sind, die wir in Angriff nehmen müssen, damit wir in Miriams Werkstatt kommen. Das ist einfach mein spontaner Guess. Okay, und wir können jetzt oben links übrigens auch die Statistik sehen von den Gebieten. Das heißt, ihr seht, das Gebiet ist abgeschlossen. Das Gebiet ist abgeschlossen. Das Gebiet ist abgeschlossen. Und die Unterstadt. Da fehlen noch zwei Sachen, was ja Sinn ergibt, weil wir da die Sandgefäße noch abgeben müssen. Und ja. Hyrkanischer Wald. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. Ein Sandgefäß, zwei Schätze, eine Lore. Und wir haben noch einiges zu tun. Und hier natürlich im stürmischen Meer müssen wir auch nochmal schauen, wie es da weitergeht. So oder so. Im nächsten Part nochmal schön aufwaschen. Im Part danach werde ich mich höchstwahrscheinlich den Rätseln widmen, die noch offen sind. Und dann gehen wir ins Finale. Denn da oben wartet tatsächlich das Finale. Das habe ich auch herausgefunden. Bis dahin, macht's gut.